So, sag, let's go. Hi. So. Nice, okay. Heute kochen wir ein bisschen. So, ein Burger aus diesem Overwatch-Kochbuch. Ist so random, wo ist so random eigentlich? Warum hast du es gekauft? Ich weiß, aber egal. Ich hab wirklich keine Ahnung mehr, warum ich es gekauft habe. Kochen wir den Junktown-Burger. Okay, mit Ei, mit komischen Pineapples, aber die. Ob die reinkommen, ich glaube nicht. Ist das Wasser? Was ein Öl? Öl, das ist Rapsöl. Okay. Ich vorschlage, wir machen zuerst das Fleisch und dann hauen wir noch die Zwiebeln rein. Soll ich mal die. Ja, ich müsste eigentlich auch was machen. Dann machst du mit dem Pfannbänder eigentlich oder sowas? Ja, Christoph hat sowas. Das ist richtig nice, gell? Ich fühle mich SpongeBob ein bisschen. Warum? Ja, weil ich Burger mache. Ein paar Sekunden später. So, dann starte ich mal den Zwiebel. Hä? Hey, ist das doch gar nicht warm? Ja, ist da. Hä, hey, das dauert ja Uhr. Na, Bro, du kannst nämlich hier. Ich hab dir so einen Zukunftsherd oder was? Nein, du kannst hier, schau, du kannst hier den äußeren Ring auch noch. Ah, und mach schneller. Dann wird's schneller wärmer. Ich hab keine Ahnung. Und ja. Wir machen unsere Patties nicht selber, weil wir können nicht viel Zeit haben. Ich werde so fett weinen, das tut schon wieder zu weh. Aber wir, also ob wir so viel. Ja, wir brauchen nicht so viel Zwiebel, oder? Wir brauchen safe nicht so viel Zwiebel. Und nach dem Burger machen wir noch so einen. Tee. So einen. Eistee. Du musst aufpassen, jetzt spritzt gleich ziemlich rum. ASMR hier. So, André, sehr schön. Das gut ist machst so du schlimm, das. Wenn das. Wenn das aufs drauf spritzt, das ist tot einfach, ich schwöre. Boah, tut so weh. Ich sag doch, das tut weh! Der Hund und der denkt auch, er kann. Ich brauch auf dem Bein irgendwie. Hey. Ja, das finde ich schön. Wenn du ihn zahlst. Wie so ein Trollen, den du das hast. Wow, das ist einfach so laut. Weil mein Freundin Vegetarierin, wenn die das sehen würde, uff. Vielleicht ein bisschen weniger, weil da kommt nämlich der. Warte. Drauf. So. Der Cheddar. Drauf. Und ja, wir waren. Erzähl mal die Story, wie wir den gefunden haben. Wir waren im Villa und halt beim Käseregal und wollten halt nach dem Käse suchen. Und es gab einfach keinen, wie so, hä? Okay, Gouda so, ist aber nicht so nice. Und dann fragen wir so einen Typ, der dort arbeitet. Er so, ja. Ich sehe da vor euch. Und war einfach genau vor uns. Und wir haben einfach, glaube ich, eine Stunde gesucht. So lost einfach. Bro, da ist Explosion drin. Ich würde das mal. Ich mach schon auf zwei runter. Ja, darum geht's nicht. Dreh's halt mal um. Der hat übrigens die Zwiebel hier schon fertig geschnitten. Ja. Bro, das machen wir. Oh Mann. Also hier haben wir die Brötchen, die werden jetzt schon ein bisschen gebraten, damit sie einigermaßen knusprig sind. Hier Brötchen ist gerade noch das Fleisch. Bro, wir müssen auf das Brot warten. Ich würde das mal auf die Seite stellen, einfach straight. Ja, das ist ja safe. Weil wenn es doch nicht so. Käse drauf. So, hier habe ich die Zwiebeln schon geschnitten. Ich kann die Tomaten eigentlich auch schon schneiden, das ist ja wurscht. Aber das muss ich eigentlich festhalten für die Nachwelt. Sieht aber sehr sexy aus, muss ich schon sagen. So, André, erklär mal, was du jetzt hier in dieser Pfanne machst. Die Eggs. Eier in Burger. Ja, das ist safe urgeil, das weiß ich.
Das weißt du? Mhm. Okay. Ist schon heiß? Ich werde die komplette Küche einfach saubern, putzen müssen. Das ist so schlimm. Ist schon heiß, Stefan? Hey. Nein, noch nicht. Ja, dann wart halt 3 Minuten. Ah, ich sag dir, der nicht heiß. Hast du noch einen Teller? Nicht so wirklich. Kannst du ja stapeln, Bro. Nein, aber um dann Brett rauszugeben, verstehst du? Ja, das machen wir dann am Brett. Gut. Ich schneide aber noch ein paar Tomaten. Ich muss einen Teller für die Eier. Der macht ja auch cool davon. Ja. Aber wer? Hast du eine Pfeffermühle zu Hause? Ja, wir. So, jetzt hast du das Ei auch fertig, gell? Ja, aber wo ist das Salz? Das ist da in dem. Da in dem Kasten. Ja, genau. Ja. Bisschen lost. Leg's in die Abwasche. Okay, Jungs, jetzt. Gerade drauf. Okay, jetzt auch eine Eier, verstehe so. Ich hätte fast einen. Ich hätte fast einen zweiten Käse sogar drauf gegeben. Bro, weißt du überhaupt, wie man einen Burger zusammenbaut? Soße. Ja, das habe ich gemeint. Wo ist denn Ketchup oder so? Barbecue? Ketchup. Ja, Barbecue und Ketchup haben wir das. Ach, das ist das Fleisch drauf. Das ja. Heißt, jetzt brauchen wir den Salat. Der ist drin. Ich mach den schon irgendwie. Wer hat das eingepackt? Wer packt den einen Tick so einfach über? Ich weiß es nicht, André. Frag die Umwelt. Den Salat hier und waschen. Und die ersten Blätter gehen wir ja rein. Genau, weil die sind so diese braunen Blätter, ja. Die sind wendig. Ja, warte. Haus einfach die Abwasch. Haus einfach die Abwasch. Und das ja hier auch fett braun. Ja, genau. Teller, den zweiten. Warte. Da. Aber du musst die einzelnen Blätter auch noch abwaschen, gell? Also du musst sie runterreißen, ein bisschen waschen. Ja, okay. Just for safety, you know, wegen Corona. Corona ist ja nicht drauf, glaube ich, auf den Blättern, aber. Ja, das weiß man nicht, Bro. Das weiß man nicht. Wenn nicht drunter. Doch, da ist so. Ach so, wir machen es so, wie es da ist. Ja, okay. Klar, weil im Kochbuch ist auch so drauf. Schön mit Fett ansaugen lassen. Ja, echt? Ja, ist wichtig. Fett ist Geschmacksträger, Bro. Ich bin nicht Koch, sorry. Ich kann nicht. Doch, bist du? Nein. Doch, du hast Kochen als Fach einfach. Wer nicht hat Kochen mehr. Als, ja, aber hat das Kochen als Fach? Ja, okay, aber. Wer? Aber das soll ich den Kochen als Fach? Brauchen eh nicht so viele Zwiebeln, oder? Oder isst du Zwiebeln? Ja, doch. Du von Zwiebeln her schon viele. Ich mag Zwiebeln. Also so Rotzwiebeln nicht, aber so. Die Pfanne mit braten Zwiebeln ist sehr wild. Und mit Zoomen, oder? Nee, überhaupt, das ist nicht so Zoomen. Zoomen ist vorne einfach das Ding drehen. Ja. Genau. Jetzt noch ein bisschen so ein Product Shot mäßig, wie man das. So. Du ist keine Produktplatzierung hier für Heinz. Ich finde ich amüsiert, passt eh. Ja. Ich würde sagen, meiner ist krasser. Wegen dem Ei. Ja, also okay. Meiner. Schaut mir meinen an, Jungs. Schaut mir meinen Burger an. So, das kann ich perfekt tun. Gut. Let's go. Los, komm. Da können wir mal gehen. Nimm dir mal deinen Teller. Wir können jetzt schon essen. So, let's go, André. Ja, ist an, geht. Wahrscheinlich fällt er auseinander wie sonst was, aber das ist okay. Krass! Wild! Wahrscheinlich für die Geschmäcker oder so. Boah, der ist krank. Okay, dann esse ich jetzt auch mal, Jungs. Wir sehen uns nach dem Essen wieder. Wir machen, also aus dem Buch wieder, so einen Tee. Aber einen kalten Tee. Einen kalten Tee. Ein Eistee, nice. Ja. Also wir brauchen zuerst mal eine Form für Wasser, was wir gefrieren, weil sonst wird, oder willst du es ohne Eiswürfel machen? Ja, doch, schon mit Eiswürfeln. Ja, okay. Dann nicht so eine Cupcake-Form, so ist was rein und dann halt zerbrechen. Zerhacken wir das heiß. Ja, okay, von mir aus. Okay, so. Obwohl, warte, ist das nicht auch besser, so was Kleineres? Hä? Auch in sowas? Das da, geht sich das da aus? Das darf halt nicht umfallen, ne? Oh, genau. Genau, passt dann und tust raus und haust halt nicht um dann. Es ist eigentlich wahr, dass ein warmes Wasser zu Eis wird. Also, schneller gefriert? Ja. Weiß ist ich nicht. Wahr? Keine Ahnung. Mach mal die Lade auf. Welche Lade? Hinter dir, so. Gefrierscheiße da. Warte. Das wird safe umfallen. Bro, das wird safe umfallen. Du musst es halten. Nein. So, warte, machen so was. So. An die Wand drückst du, hier so dran. Ich bin das ein bisschen weg. Oh Gott. Schau so. Warte, ist noch das dritte? Halt, oder? Da, noch eins. Warum hast du dich auch so voll gefüllt? Ist das warmes Wasser? Das ist normales Wasser.
T-Bags rein. So, fertig. Hey, 4. Ja, eh. Meine ich ja. Nicht ganz fertig halt. Mit der Tone rein. Ja, die halbe ganz rein, oder? Die halbe können wir ja, die ganze. Das passt schon. Wir haben das Pause gemacht, haben Bass reingegeben. Und was haben wir jetzt gerade geschaut? Wegen den Eiswürfeln. Ein paar Folgen Prison Break. Der krasseste Serie der Welt. No joke. Und währenddessen hatten wir Wasser in solchen, ja, wie das heißt, in solchen kleinen Bechern halt, weil wir keine Form hatten für die. Und es ist das eingefroren. Und das nehmen wir jetzt als so ein Würfel für den Eistee. Ist der schon kalt? Safe. Leute, für unseren nicen Eistee. Was dann nehmen wir jetzt? Ja, aber schon fancy sein. So, uff. So soll ich nicht sein. Bro, ich glaube, das ist eine Vase. Das ist doch keine Vase. Das ist safe eine Vase. Das ist bist. Ja, dann nehmen wir halt die hier. Was haben wir hier? Ja, passt. Laser. Aber, und jetzt ist halt das, die Frage wegen den Eiswürfeln. Ja, da. Die sind jetzt fest drin. Ja, du musst. Ja, wie gesagt, du musst sie nur ein bisschen anwärmen lassen. Oh, wie das riecht wie. Hä, das riecht ja extrem heftig. Das ist wie wirklich Eistee. Zeig mal den Eiswürfel her. Selbstgemachter Eiswürfel. Krass. Du nimmst eigentlich das größte Messer, was ja, wir weil, haben? Ja, weil ich mich dann krass fühle, verstehst du? Okay. Okay. Was mache ich hier? Vielleicht kriegt mir da noch eins rein. Und da noch eins rein. Oh, nice. So, das sind unsere Getränke für heute. Heute hatten wir einen niceen Burger, der sehr wild war. Bro, wir haben so viel heute selbst gemacht, der das ist anders. War extrem krass. Ich musste sogar nochmal zurück zum Billa laufen, ja, und. Um da zu kaufen. Ja, weil wir den Salat vergessen. Aber, es war schon krass so. Na. Alter, ich hab Burger mit dem Ei drin. Boah, zu wild. Kennen wir die Getränke noch und. Ein paar Getränke noch. Nein, der ist gemacht. Und wir noch weitere Koch-Videos folgen. Okay. Doch, oder? Ja, wenn du willst. Safe. Es hat nur Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Sag mal, wie es riecht. Es riecht nach Raucheishebe Dings da. Zitrone, weil da auch drin ist. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Zitrone, also von einer Zitrone. Aber das ist halt selbst gemacht und schmeckt safe besser. Lieber. Warte, es wird kurz. Ja, mach. Ist schon nice, ja. Schon? Passt auch mal. Ist halt sehr süß, aber es ist halt nice. Es hat was. Ist schon nice, oder? Ich schwöre, es ist gut. Das ist urheftig. Ja! Das ist halt extrem. Das ist halt schon es geil. Es ist extrem süß, aber es ist extrem gut. Es schmeckt halt arg geil. Also im Prinzip haben wir genau das nachgemacht von. Ja. Wie heißt denn der Typ? Dead Eye. Dead Eye. Ich bin kein Gamer, ich glaube. Bro. Das Ding heißt einfach Dead Eye und der Typ heißt halt auch Dead Eye. Gut, André, ich würde sagen, du darfst heute die Abmoderation machen. Echt, darf ich das? Ja, darfst du. Wow. Heute war ein schöner Tag. Ich hatte viel Spaß beim Kochen und Zubereiten. Ciao. Ist vorbei.